Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom Waffencheck im Turm. Wir haben mal wieder das Weekly Update am Dienstag. Und ich zeige euch jetzt, was hier so abgeht. Es Fangen ist wir gut, den an Tag recht mit hinzubringen. der neuen Monarchie. Wir haben wieder mal dieselben Waffen dabei, aber mit vielleicht anderen Perks. Deswegen schauen wir uns die mal gerade an. Das ist wieder ein Automatikgewehr für PvP, gerade für Eisenbahner, sehr zu empfehlen. Verdränger 8, den benutze ich selber relativ häufig. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist. Bei 22 Schuss ist es super. Einfach leer ballern, wenn ihr noch 3, 4 Schuss drin habt und ihr ladet deutlich schneller nach. Übergroße Geschosse, die Ziele ins Wanken bringen, das ist auch super für PvP. Und halbvolles Glas bei 22 Schuss, wenn schon nach 11 Schuss die Kugeln mehr Schaden machen, ist auch super. Auf jeden Fall eine Empfehlung, das für PvP. Wahnsinn. Kreuzritter 1, der war das letzte Mal schon nicht gut, der ist wieder nicht gut. Könnt ihr getrost vergessen. Urteil 6, super Shotgun. Ich schau gerade mal, hat leider wieder nicht Hammer geschmiedet. Ja, ist okay, sagen wir mal. Es ist okay. Reichweite ist schon von Haus aus nicht schlecht. Schlagkraft ist ganz okay. Stabilität ist gut. Und Feuerrad ist auch ganz okay. Das geht auf jeden Fall mal. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes Maschinengewehr. Erhöhte Balance und Kontrolle der Massen plus Hammer geschmiedet. Weil ihr seht, die Reichweite ist nicht besonders hoch. Aber wenn die Balance erhöht ist und die Reichweite und ihr nach einem Kill mehr Schaden macht, ist das super. Prestige 4. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Denk dran, Gehen wir mal weiter. du Schauen wir mal, hast was da noch so Freunde in der gibt. neuen Monarchie. Wir haben diese Woche den Unterschied zur letzten Woche, dass es auch noch Eisenbanner gibt. Der verkauft auch zwei Waffen, die werden wir uns auch noch anschauen. Auch wenn ich die bereits in meinem Eisenbanner-Video angeschaut habe, vielleicht hat es der eine oder andere nicht gesehen. Gehen wir erstmal dahin, weil die Waffen sind von dem, was bis jetzt im Turm ist, was ich bis jetzt gesehen habe, definitiv die besten. Von daher solltet ihr Ist Eisenbanner dein Licht spielen, auf höher Rang 4 und Rang als 5, am deine besten Sonntag oder Macht? Montag, da kriegt ihr am meisten Ruf. Genau, da haben wir hier die Shotgun einmal, Fairwinders Lügel, absolute Mega-Shotgun. Erhöht die Reichweite, wenn ihr durchs Visier aimt. Hammer geschmiedet erhöht die Reichweite. Und ihr könnt hier nochmal die Reichweite erhöhen bei Feldchoke. Und Kills mit dieser Waffe bringen Bonusmunition zurück ins Magazin. Das gute Ding hat eh schon 6 Schuss. Das Einzige, was hier der Nachteil ist, ist die Stabilität und die Feuerrate. Aber das Ding sollte normalerweise immer One-Shot sein, wenn ihr es einigermaßen auf den Gegner abfeuert und der nicht ganz, ganz, ganz weit entfernt ist. Also alles über 6, 7 Meter, da sollte das nicht mehr One-Shot sein. Darunter in jedem Fall. Dann haben wir Gelions Untergang. Ein Scout-Gewehr mit Feuerball und mit Gesetzloser, also präzise Kills mit dieser Waffe verbessern die Nachladezeit enorm und präzise Kills lassen das Ziel explodieren. Das ist super für den Raid, gerade für die Goblins und für die Leibeigenen. Wenn ihr da mal richtig reinholzt und ein paar Headshots macht, dann sind die alle tot. Dann hat es noch panzerbrechende Geschosse, das ist auf jeden Fall nicht schlecht für ein Scout-Gewehr. Erhöht auch die Schlagkraft ein bisschen, wie ihr oben seht. Dann könnt ihr es nämlich auch im PvP ganz gut verwenden. Das würde ich euch definitiv empfehlen, wenn ihr noch keine guten Waffen Ist habt oder euch das fehlt noch alles? irgendwas. So ein Scout-Gewehr mit Feuerball habe ich mehrere schon. Die Kati hat eins mit 19 Schuss, das gute Stück hat 16 Schuss, ist auf jeden Fall super. Kann man nur empfehlen, Leute, kann man nur empfehlen. So, jetzt schauen wir mal beim Schmelzsiegelquartier, weil Los. hier braucht ihr Schmelzsiegelmarken, genauso wie bei allen anderen Fraktionen außer der Vorhut und dem Eisenbanner. Eisenbanner Glimmer, logischerweise. Gutmensch 5. Das ist im Prinzip dasselbe wie letzte Woche. Kann man wieder nur empfehlen mit Radar. Das ist super, wenn ihr viel mit Radar arbeitet und ihr habt im Visier noch ein Radar mit dem Automatikgewehr, ist das super. Es hat keine Verbesserung für die Munitionskapazität, aber trotzdem super. Das gute Stück hat es und hat die zweite Hälfte, macht mehr Schaden und noch Balance-Upgrades, braucht ihr nicht unbedingt. Und sie wird präziser, länger sie abgefeuert wird. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Feldscout zu nehmen. Und dann ist das auf jeden Fall eine perfekte PvP-Waffe. Die kann ich nur empfehlen. Die solltet ihr euch kaufen. Für die Menschen, die habe ich selber auch. Das ist super. Impulsgewehre überspringen wir gleich. Sind für mich nie so gut, dass man die kaufen müsste, wenn sie nicht irgendeinen Elementarschaden haben, wie das aus dem Raid. Redet Zeitmesser oder Elaster-Überseele. Hier haben wir nochmal Satyrien-Degen mit präzise Kills lassen das Ziel explodieren. Und auch Gesetzlose. Also wenn ihr nicht Eisenbahner spielen wollt, ist das die nächstbeste Wahl. Es hat außerdem auch panzerbrechende Geschosse und Großkalibergeschosse. Das ist für PvP und PvE super. Satyrien-Degen, das könnt ihr euch definitiv mal vormerken. Beeline Trauma, das schnellst schießende Scout-Gewehr im ganzen Spiel.
Ist nicht schlecht. Panzerbrechende Geschosse ist nicht schlecht. Hat Rodeo, sieht die Heftigkeit des Rückstoßes, das ist auf jeden Fall für das Scout-Gewehr ziemlich gut, weil die Feuerrate so hoch ist. Fehlschüsse, gut, das ist 5% die Wahrscheinlichkeit, das bringt euch relativ wenig, ein Schuss mehr eventuell. Das ist nicht so optimal, aber an und für sich ist das kein schlechtes Scout-Gewehr. Dann haben wir hier wieder den TFW PKY mit Maximum Munitionskapazität. Dann hat die 13 Schuss, Kills bringen Bonusmunition ins Magazin und Fehlschüsse haben halt auch nochmal die Chance, ins Magazin zurückzugehen. Das ist super für sowohl PvE als auch PvP. Schlagkraft ist auch ziemlich stark. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das Trolley-Problem habe ich letztens bekommen. Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht dabei. Nee. Aber hat auch verringert die Ladezeit. Das ist super. Bei Menschen gelegentlich zusätzliche Munition ist super. Ein Kill mit letztem Projektil im Magazin verringert die Nachladezeit. Und dann mit verringerter Ladezeit, das heißt nicht Nachladezeit, sondern die Anlaufzeit. Wenn ihr den Trigger durchdrückt, schießt die wesentlich schneller. Und das ist mehr als das Doppelte erhöht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ihr habt da auch erhöht die Magazingröße. Könnt ihr frei wählen, was ihr nehmt. Aber das ist für mich die erste Wahl bei einem Fusionsgewehr. Gerade im PvP. Das ist super. Was haben wir hier Gutes? Das Ding hat Hammer geschmiedet. Zufälliges geschossen Magazin verursacht beträchtlichen Bonusschaden. Ist natürlich saugeil. Kontrolle der Massenkills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden. Ist natürlich noch besser. Und dann haben wir noch Hammer geschmiedet. Schaut euch die Reichweite an. Hier ist auch die Stabilität wesentlich höher. Das können wir hier noch, können wir nochmal weiche Ballistik nehmen. Die Reichweite noch ein bisschen erhöhen, die Schlagkraft geht ein bisschen nach unten. Das muss man ausprobieren, inwieweit sich das dann auswirkt. Aber das ist eine super Shotgun, 2 ins Leichenhaus. Die könnt ihr euch vormerken. Für PvP definitiv kaufen. Die Y09 Langbogensynthese schießt relativ schnell und ist auch ziemlich genau. Ich habe die schon ein paar Mal mit Querschläger geschossen. Das ist ziemlich witzig. Ihr könnt dann vor die Gegner auf den Boden schießen und das ist fast immer ein Treffer. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Wenn ihr nicht so genau aimen könnt, dann ist das eine ziemlich gute Wahl. Fehlschüsse haben eine Chance, sehr gut, das braucht ihr nicht. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist, ist auch gut. Feldscout braucht ihr auch nicht, das ist ein Schuss mehr. Aber das ist nicht schlecht mit Querschläger geschossen. Hat auch Feuerschaden für die Hexen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Gegen alle Erwartungen. Hier braucht man ein paar Balance-Upgrade, hat die leider nicht. Die Stabilität ist leider aus der Hölle. Nee, das ist eher nix. Lasst sowas lieber. Das ist eher nicht so gut. Raketen aus dieser Waffe explodieren frühzeitig zum Ziel. Beim Nachladen dieser Waffe hat man die Chance auf ein Magazin, das größer ist. Der Vorteil bei diesem Magazin, das größer ist beim Raketenwerfer, ist, ihr könnt dann eine Rakete mehr mitnehmen. Wenn ihr mal nachladet und habt 3 Geschosse im Lauf, könnt ihr statt 7 oder 8, könnt ihr dann 9 Raketen mitnehmen. Das ist mir selber schon passiert, dadurch habe ich das gemerkt. Also es ist definitiv so, dass das funktioniert. Könnt ihr eine Rakete mehr mitnehmen. Das ist natürlich auch super, Granaten und Hufeisen, dass die frühzeitig zum Ziel explodieren. Das ist wie bei der Wahrheit. Dann müsst ihr nicht genau auf den Gegner visieren, einfach irgendwo in den Lauf und sie explodiert immer neben ihm und er ist immer tot. Das ist bei PvP natürlich super, auch im PvE, gerade gegen Grota oder so. Wenn er sich ein bisschen bewegt, explodiert sie halt trotzdem noch. Das ist nicht schlecht. Das haben wir hier, erhöht den Sprengkopf-Explosionsradius, ist auch nicht schlecht. Diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden, kann auch von Vorteil sein. Und dann diese Clownspatrone, wie schon gesagt, eine Rakete mehr eventuell mitnehmen. Das ist nicht schlecht. Auf Sowohl für Wiedersehen. PvP als auch für PvE ist das ganz gut. Wir haben's Schauen nicht. wir mal, was die Vorhut-Menschen so dabei haben. Weil viele von euch werden wahrscheinlich eher Vorhut-Marken haben als Schnellziel-Marken, weil das so gut wie nicht gespielt wird. Oder relativ wenig gespielt wird. Ich Zeit empfehle immer bekommen. beides zu spielen. Weil ehrlich gesagt das PvE auch irgendwann ein bisschen uninteressant wird. Aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er am PvP überhaupt Spaß hat. Teilweise ist es natürlich sehr frustig. Ich sehe jetzt in meinem letzten Video 2 gegen 4 zu spielen auf Kontrolle. Ist nicht so wahnsinnig spaßig. Aber naja. Der ist gar nicht da. Okay. Was ist hier los? Hallo? Arbeitsverweigerung von der Vorhut? Top, dann lassen wir das wohl aus. Hast du einen Ah, Auftrag? jetzt ist er aufgetaucht. Na, siehst du, Wir muss man nur sind mal ein bisschen gleich drohen, dann da. geht's schon. Payback SOS. Finde ich nicht gut. Automatikgewehr mit so viel Schuss ist meistens nix. Gut, ihr habt dann Stabilität-Upgrade und Feldscout und theoretisch noch Hammer geschmiedet. Nahkampfkills für kurzzeitig die Nachladezeit und Kontrolle der Massen. Dann könnte das tatsächlich ganz gut sein. Es hat leider nicht aggressive Ballistik, um die Schlagkraft ein bisschen zu erhöhen. Aber es könnte tatsächlich ganz gut sein. Wer lieber viel Schuss spielt, weil er viel daneben schießt, kann auch da zugreifen. Die Perks sind auf jeden Fall ziemlich gut. Für alles bereit. Ja, nee, muss nicht sein. Da gibt es bessere, die Gutmensch und die andere waren deutlich besser. Impulsgewehre lasse ich aus, bringt euch nichts. Lasst es einfach. Another NITC, das hat leider nicht Feuerball, es hat aber Gesetzloser, was eine der besten Perks ist. Die Nachladezeit ist dann wirklich extrem gering, die ist sowieso schon sehr gering.
Und die hat 19 Schuss im Magazin, nicht 20. Das ist ein Fehler vom Spiel. Die hat 19 Schuss. Aber das ist natürlich auch viel. Und da würde ich tatsächlich das hier nehmen. Sehr wahrscheinlich, weil die Reichweite müsst ihr nicht erhöhen. Mit Schnappschuss und die Reichweite wird hier sowieso nochmal erhöht. Ist nicht schlecht. Wenn ihr ein Scout-Gewehr mit viel Schuss sucht, dann nehmt das. Das ist absoluter Käse, braucht ihr nicht. Gleich vergessen. 5 Schuss. Hier suchen wir natürlich das Maximum Munitions-Upgrade. Hat er nicht. Können wir gleich vergessen. Zum Teufel nein. Zum Teufel nein damit. Fusionsgewehr. Anlaufzeit kann man nicht senken. Erhöht die Nachladezeit. Gewehr zusätzliche Reservemunition. Das ist eher nix. Hier haben wir eine Shotgun mit fast gar keiner Reichweite. Aber wir haben Hammer geschmiedet und Sardinenbüchse, womit die Verteilung der Projektile eingeschränkt wird. Hier seht ihr schon mal, die Reichweite ist dann nicht ganz so schlecht. Die Feuerrate ist extrem hoch, die Stabilität ist extrem hoch. Und Grenadier. Und hier kann man die verbesserte Ballistik nehmen und die Reichweite und die Schlagkraft nochmal erhöhen. Oder die Schlagkraft und die Reichweite eher zu Schlagkraft erhöhen mit aggressiver Ballistik. Das sind super Visiere, beide für Shotguns. Das ist ja natürlich Gold wert. Ich würde das spielen, Hammer geschmiedet, verbesserte Ballistik. Und dann mit dem hier noch im Zusammenhang, super Shotgun. Definitiv. Kauft sie euch. Auch für PvE demnächst. Da kommt ja ein Upgrade, dass die mehr Schaden machen bei Gegnern. Dass wahrscheinlich so gelbe Ritter sogar One-Shot oder Two-Shot sind. Würde ich auf jeden Fall kaufen. Gerade mit Akkus, Schaden. Nicht schlecht. Sehr, sehr gutes Gerät. LDR 5001. Ah, mit Querschläger geschossen, Panzerbrechen geschossen, Großkaliber geschossen. Das sind die Perks, die ich bei Sniper am ehesten suche. Beim Nachladen dieser Waffe hat meine Chance auf ein Magazin ist größer als normal, ist auch super. Und mit dieser Waffe fällt das Ziel beim Feuern leichter. Das ist auch gut. Keine schlechte Sniper. Die könnt ihr sowohl für PvP als auch für PvE nehmen. Die ist super. MG18A Harmsway, mein liebstes Maschinengewehr mittlerweile. Reduziert die Heftigkeit des Rückstoßes dieser Waffe, ist schon mal gut. Hier könnt ihr die Stabilität noch zweimal erhöhen. Je nachdem, ob ihr Gewicht auf Schlagkraft oder Reichweite legen wollt. Großkalibergeschoss ist super und Kontrolle der Massen ist auch super. Ja, das würde ich auch empfehlen. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes MG. Raketen bilden Clusterbomben, wenn sie detonieren, dann killen wir den letzten Projektil, verringert die Nachladezeit. Geht so. Mittelmäßig der Raketenwerfer. Die Vorhut Kann man kaufen, muss konsolidiert. man aber nicht. Wenn man Klein. unbedingt noch einen braucht mit der Schadensart, dann schon. Bei uns Toter sind wir. Orbit, Arachal, wie Willst du heißt uns er? helfen, Weiß ich jetzt nicht, habe ich Güter? nicht gesehen. Arachal, Jorbal oder so. Ja. Das ist eher wieder nicht so meins. Aber Querschlägergeschosse beim Automatikgewehr mit 72 Schuss. Das ist interessant. Das dürfte durchaus interessant sein. Erhöht auch die Schlagkraft ein bisschen. Seht ihr oben, das ist ein bisschen grün aufleuchtet. Dann noch halbvolles Glas, was die Schlagkraft nochmal erhöht ab der zweiten Hälfte des Magazins. Und diese Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert wird. Mit 72 Schuss, das ist super. Ihr könnt quasi mit der Waffe schon schießend um die Ecke kommen. Die Querschlägergeschosse schlagen schon in den Gegner ein und dann habt ihr gleich die perfekte Balance dadurch, dass ihr schon länger geschossen habt. Das ist kein schlechtes Automatikgewehr. Das ist auf jeden Fall was. Hier könnt ihr auch die Stabilität nochmal erhöhen. Rot.ORS ist auch ein super Visier für PvP. Das würde ich mal empfehlen. Wer noch viel Schmelz in die Magen übrig hat und mal gerne was ausprobieren möchte, dann macht das mal und kauft euch die unwillige Seele 09 und geht schießen um die Ecke. Werdet eure Gegner mit Sicherheit frusten. Das ist nix, sehe ich jetzt schon. Da gibt es bessere Scout-Gewehre, habe ich euch eben schon gezeigt. Hier haben wir wieder eine Shotgun, Versteckspiel, mit Hammer geschmiedet. Super Ding. Nahkampfkills bringen kurzzeitig die Nachladezeit dieser Waffe. Super. Und hier haben wir auch verbesserte Ballistik. Das ist auch sehr gut. Und Kontrolle der Massen. Auch eine super Shotgun für PvP. Da gibt es wieder einiges diese Woche. Müsst ihr dann genau wissen, was ihr machen wollt. Ob ihr eher schnelle Feuerrate wollt. Ob ihr lieber genau den One-Shot wollt. Lieber höhere Schlagkraft und Reichweite. Das überlasse ich euch. Das kommt ein bisschen auf euren Spielstil an. Aber das sind auf jeden Fall super Waffen. Die könnt ihr definitiv mal kaufen. Hier haben wir ein super PvE-Maschinengewehr, das den Perk hat, den die Korrekturmaßnahme auch hat. Du wirst mehr Munition für diese Waffe finden. Wenn ihr schwere Munition generieren wollt, nehmt dieses Ding, schießt ein paar Gegner weg, wechselt auf den Gjallarhorn oder Grotas Hunger und ihr nehmt mehr Raketen auf mit jedem Paket, das ihr dann aufpickt. Das ist eine super Sache. Wenn ihr noch einen anderen Trick sucht, ich habe noch ein Video hochgeladen, wie man sich ganz viel schwere Munition machen kann. Und dann mit super die Gegner weghauen, wenn man die Waffe im dritten Slot hat, also im schweren Waffenslot, und das hier freigeschaltet hat, dann kriegt er fast immer schwere Munition. Hat außerdem auch Querschlägergeschosse, das ist super. Könnt ihr die Stabilität nochmal erhöhen, das ist auch nicht schlecht. Und erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist, bei 30 Schuss auf jeden Fall nicht schlecht. Das würde ich mal empfehlen. Wer noch nicht die Korrekturmaßnahme hat, das ist die nächstbeste Wahl. Denk daran, was wir Kaufen, gesagt kaufen, kaufen, haben. Leute. Alles kaufen.
Wenn es nach mir geht, könnt ihr die ganzen Waffen und Turm kaufen, fast. So, jetzt schauen wir mal, was Kriegsgold der Zukunft so dabei hat. Der Der letzte Händler, Kriegshändler den wir aus uns diese Woche Peking will anschauen. Taten. Die Chance, das ist wieder nix, sehe ich jetzt schon. Ah, doch, Maximum Munitionskapazität, das ist super. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist, ist auch super. Und Grenadier ist auch nicht schlecht. Das bringt relativ wenig, die Visiere. Aber das ist auf jeden Fall kein schlechter Revolver. Wer viel mit Granaten spielen will, da ist das mit Sicherheit eine gute Wahl. Das Ding hat dann 13 Schuss, macht Schaden ohne Ende. Feuerrate ist auch sehr gut für den Revolver. Nicht schlecht. Das ist nix. Das können wir gleich schon knicken, das Scout-Gewehr. Das ist nicht das, was wir suchen. Hier haben wir der Absturz. Hat leider nicht Hammer geschmiedet. Ja, wenn ihr eine sehr stabile Shotgun sucht mit einer hohen Feuerrate, dann ist das noch eine gute Wahl. Die Reichweite ist schon mal nicht schlecht für eine Shotgun. Könntest du leider nicht nochmal erhöhen. Auch mit den Visieren nicht. Nur noch niedriger machen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel das hier nehmt, habt ihr eine Shotgun mit perfekter Balance, die eine sehr weite Reichweite hat. Oder ihr habt sogar 7 Schuss drin. Oder könnt ihr eure Agilität für zum Beispiel das Lampenlabyrinth erhöhen. Da ist eine Shotgun auch sehr gut, um gegen die Leibeigenen vorzugehen. Ein Kills mit dieser Waffe erhöhen das Nachladetempo ist natürlich auch super. Keine schlechte Shotgun. Hier haben wir perfekte Balance, das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann könnt ihr nämlich zum Beispiel das Feldschockvisier nehmen und macht mehr Schaden und habt eine höhere Reichweite plus perfekte Balance. Großkalibergeschosse super, Querschlägergeschosse bei einem 74-Schuss-MG ist ähnlich wie bei der unwilligen Seele vorhin. Könnt ihr schon schießen in die Ecke kommen. Das ist auf jeden Fall nice. Was haben wir hier noch? Ein Kill mit dem letzten Projektilmagazin von der Nachladezeit. Das ist, ja, geht so. Das passiert relativ häufig. Gerade wenn ihr einen Kill macht und ladet nach, ist nicht unbedingt das letzte Projektile-Magazin. Es kommt darauf an, dass ihr mit dem letzten Schuss einen Gegner killt, habe ich so den Eindruck. Weil bei mir war ziemlich häufig so, dass die Kugeln noch im Magazin waren, ich nachgeladen habe und die Nachladezeit trotzdem erhöht war. Also, das ist schon mal nicht so schlecht. Kann man auch kaufen. Solarschaden, MG ist sowieso immer was Gutes für die Hexen. Da ist meistens ein Raketenwerfer für nichts, weil ihr zu oft daneben schießt, außer ihr habt einen Gellerhorn. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das war es auch schon wieder Auf Wiedersehen. mit der dieswöchigen Episode von den Waffen im Turm. Ich hole mir noch was zu trinken. Ne, es ist gar kein Getränkeautomat, sah kurz so aus. Schade, muss ich verdursten. Vielleicht hat er noch was für mich. Da kippt die Flasche schon um, aber da ist noch einer. Ich setze mich mal einfach zu ihm und trinke ein bisschen was. Wir sehen uns wieder im nächsten Video oder in einem der anderen. Bis dahin, viel Spaß beim Einkaufen und ciao, ciao.